Moin zu Tipps und Tricks in EEP. Ja, auf Wunsch Weichenlaternen an GK3 Weichen anzuschließen bzw. zu verbinden, möchte ich mal anhand von drei Szenarien dieses mal aufzeigen. Dazu habe ich drei Szenarien aufgebaut. Das erste ist das einfache, früher benutzte Modul oder beziehungsweise System, das heißt also über Kontaktpunkte. Das zweite ist über Fahrstraßen und das ganz rechts außen eben halt über Lua. Fangen wir mal mit dem ersten an. Das heißt also hier mit unserem manuellen, beziehungsweise es ist ja auch schon miteinander verknüpft, also eigentlich auch schon automatisiertes Antrieb der DKW mit unserer Weichenlaterne. Das Ganze werden wir uns also mal hier kopieren. String C. Und dann setzen wir das mal daneben. So. Die Gleise selbst können wir erstmal löschen, da wir die in diesem Fall nicht brauchen. Jetzt müssen wir noch unsere Weichenlaterne einbauen. Dazu gehen wir mal in die Arbeitsmodus. String C einfügen und schon haben wir die Weichenlaterne drin. Der Abstand der Weichenlaterne zur Weiche bzw. das genaue Austangieren müsst ihr sehen. Das heißt also, der Abstand könnte hier ein bisschen kleiner sein und ich gehe also dann so hin, dass man also das Ganze hier auf die Mittelstück oder andersrum gesagt in Höhe des Mittelstücks einsetzt oder verschiebt. Darum soll es aber heute nicht gehen. Es geht einfach mal darum, wie kann man das Ganze miteinander verbinden. Gehen wir in die 2D-Ansicht. Dazu haben wir jetzt also hier unsere Weiche mit der entsprechenden Weichenlaterne. Wichtig dabei ist bei dieser Art, dass wir also unsere vier Weichenantriebe, die von dieser doppelten Kreuzungsweiche sind, dass wir die vier Weichenantriebe miteinander verkoppeln bzw. verbinden. Dabei, Achtung, möchte ich direkt betonen, die Nummern der Weichenantriebe, also die IDs der Weichenantriebe, sind hier falsch herum. Was heißt das? Die Weiche 19 oder die 19 müsste hier unten stehen. Das heißt also, die 19 ist die 21 und die 21 ist die 19. Das gleiche natürlich auf der rechten Seite ebenso. Die 20 ist die 22 und die 22 ist die 20. Das ist schon dadurch wichtig, dass ich also jetzt eine Verbindung beziehungsweise zu den einzelnen Weichenantriebe bzw. das Ganze verkoppeln will. Lange Rede, kürzer Sinn. Gehen wir in die Gleiseigenschaften hier rein und sagen jetzt hier, sehen wir schon dran, die ID-Nummer 21, das ist eigentlich die unterste, ist aber jetzt in dem Fall hier oben die oberste, die kriegt eine Verbindung zur Weiche 19, Fahrt, Abzweig, Abzweig. Okay, das gleiche machen wir auf der anderen Seite genauso. Gleiseigenschaften, Weiche 22 kriegt also eine Verbindung zur 20er. Hier mit Fahrt auf Fahrt und Abzweig auf Abzweig. Okay, jetzt müssen wir die rechte Seite mit der linken Seite bzw. die linke Seite mit der rechten Seite noch verbinden. Dazu gehen wir also jetzt hier unten auf die Weiche und sagen Gleiseigenschaften. Auch hier die Weiche 20 eine Verbindung herstellen zur 21. Auch hier Fahrt auf Fahrt und Abzweig auf Abzweig. Okay, andere Seite das gleiche. Auch hier wiederum. Hier müssen wir jetzt auf 22 gehen. Fahrt, dann Fahrt,
Abzweig, dann eben halt Abzweig. Okay. Und nun haben wir alle vier Weichenantriebe, wenn wir jetzt nichts falsch gemacht haben, miteinander verkoppelt. Alle auf Abzweig, alle auf Fahrt. Schauen wir uns das Ganze mal in 3D an. Ihr seht also, die Fahrtrichtung hier geht durch. Das gleiche im Nebengleis ebenfalls. Stellen wir die Weiche mal um. Die Weiche geht auf Abzweig, die Weiche geht auf Abzweig und auch hier. Also von rechts unten nach rechts oben, beziehungsweise von links unten nach links oben. Schalte ich die Weiche wieder um, schalten auch alle anderen entsprechend auch mit um. Nun müssen wir nur noch die Weichenlaterne mit in unsere Weiche hier einbinden. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist also, dass ich auf das Signal selbst gehe und sage, ich mache jetzt eine Verkopplung zu meinem Gleis 21. Also, wie gesagt, nicht verwechseln, die Nummern sind hier vertauscht. Also, ich mache hier also eine Verkopplung oder eine zu der Weiche 21 und sage jetzt, wenn das von links nach links steht, dann eben halt auf Abzweig. Wenn das von links nach rechts steht, soll das Ganze dann auf Fahrt. Das nächste wäre von rechts nach rechts. Auch hier wiederum auf Abzweig. Und einmal von rechts nach links. Dann eben halt wiederum auf Fahrt. Okay. Und nun habe ich meine Weichenlaterne mit der doppelten Kreuzungsweise gekoppelt bzw. verbunden. Da die Weichenlaterne jetzt mit der Weiche verbunden ist und nicht umgekehrt, muss ich natürlich die Steuerung selbst hier über dieses Signal machen. Also wir haben jetzt hier auf Fahrt, sprich gerade durch. Jetzt schalten meine Weichen, wir haben den Abzweig geschaltet. Das Ganze wieder auf Fahrt, also gerade, und das Ganze nochmal wiederum auf Abzweig. Wie gesagt, hier wird also die entsprechenden Weichenlaterne, schaltet mir die DKW-Weiche. Das bedeutet, dass die Kontaktpunkte also entsprechend hier diese Weichenlaterne schalten müssen. Im Gegensatz zur danebenliegenden Weiche, die schaltet also jetzt die Weiche, die Weichenlaterne. Und das Ganze wird also über Kontaktpunkte gemacht. Das gleiche wäre natürlich auf der anderen Seite genauso. Aber hier steht jetzt eben halt, dass die Weichenlaterne von links nach rechts erst geschaltet werden kann, wenn die Weichenantrieb 3 in dem Fall auf Fahrt steht. Auf der anderen Seite, hier habe ich jetzt die Weiche 1 genommen, könnte man aber auch genauso gut die Weiche 3 nehmen. Das heißt also, hier wird das Weichenlaterne von links nach links geschaltet, wenn die Weiche 1 auf Abzweig steht. Also hier wird die Weichenlaterne von der Weiche selbst und hier wird die Weiche von der Weichenlaterne. Das ist der einzige Unterschied. Sonst ist der Aufbau bei beiden identisch. Eine weitere Variante ist die Variante der Fahrstraßen. Auch dazu werden wir uns mal das Ganze entsprechend kopieren. Fahrstraßen war das mittlere, also String C. Ziehen wir uns mal hier hoch. Auch hier werden wir uns die Weichenlaterne entsprechend rüber kopieren. String C und einfügen.
Dann werden wir uns also jetzt hier die Fahrstraßen einrichten. Und zwar setzen wir einmal das Startsignal von dieser Seite und ein Zielsignal nach hierhin und ein Zielsignal in dieser Richtung. Nun müssen die Weichen entsprechend geschaltet sein. Das heißt also, die Weichen stehen jetzt hier auf Fahrt. Damit können wir also die erste Fahrstraße entsprechend schalten. Und dann müssen wir die Weichen entsprechend umstellen. Müssen wir nochmal in den Fahrmodus gehen. Einmal da, einmal da. Und sagen jetzt von da nach da, Fahrstraße wurde erzeugt. Schauen wir mal jetzt, wie unsere Weichenlaterne gesteuert ist. In diesem Fall genauso wie unser Abzweig ist, so ist auch die Weichenlaterne gesteuert. Das heißt also, wir schalten nochmal unsere Weichenstraße und nehmen jetzt unsere Weichenlaterne mit in dieser Fahrstraße rein. Das gleiche müssen wir natürlich andersrum machen. Dazu müssen wir unsere Weichenlaterne anders stellen, in dem Fall so. Auch hier wiederum bauen wir uns jetzt die Fahrstraße auf und sagen, zack, wir nehmen unsere Weichenlaterne so in diesem Symbolstil mit herein. Wenn wir uns jetzt die Fahrstraße mal ansehen, dann sehen wir also hier unser Signal, also sprich unsere Weichenlaterne, steht jetzt hier von links nach rechts und in Fahrstraße 2 von links nach links. Gehen wir mal rein, schalten unsere Fahrstraßen und sagen jetzt hier, von hier nach da. Unsere Weichenlaterne wird entsprechend der Fahrstraße entsprechend umgestellt. Auflösen und das gleiche nochmal. Und auch hier wird unsere Weichenlaterne das Symbol zeigen, dass unser Weg in dem Fall geradeaus fährt. Das ist also die Lösung eben entsprechend über Fahrstraßen. Eine weitere Möglichkeit ist, das Ganze über Lua zu machen. Dazu gehen wir in unserem dritten Szenario. Auch hier wiederum ist nur die Weiche eingebaut worden mit dem entsprechenden Weichenlaterne. Mehr nicht. Dazu gibt es mal ein sogenanntes Tool, was also DKW GK3 heißt. Das habe ich mal irgendwann, habe ich mir das Ganze mal aufgebaut, beziehungsweise irgendwo war es mal zu, stand es mal und dann habe ich mir dieses zusammengebastelt. Nach mühevoller Arbeit. Ihr könnt auch sehen, das ist schon von 2016. Und dieses ganze einfache Modul sagt also das, was wir eben eingerichtet haben, aus, wie also unsere Weichenlaterne mit der Weichenstraße geschaltet werden soll. Hier oben als erstes gibt es mal so eine Tab-Tabelle, also Tabelle DKW. Die erste Zahl ist die Zahl der sogenannten Weichen-ID und die anderen sind eben halt entsprechend unsere Antriebe. Gehen wir mal hier rein in die 2D-Ansicht. Wo haben wir sie? Da. Also wir haben hier das Signal 18 und die Weichenantriebe 14, 15, 16 und 17. Ach, dazu mache ich das Bild mal hier größer. Der Wunsch war ja auch da, das Ganze zu vergrößern. So, ich trage also jetzt hier meine sogenannte Laternen-ID an. Das ist die 18 und habe als Antrieb 14, 15, 16 und 17. Das Ganze dann entsprechend speichern und mit REQUY
Das ist dieses hier oben in unserem Anlagenskript einfügen. Gehen wir nochmal in die Anlage rein. Fügen unseren Befehl hier oben ein. Das müssen wir löschen. So. Und damit müsste eigentlich unser Skript eingebunden sein. Zack. So. Skript neu laden. Da haben wir es auch schon drin. Und nun könnt ihr, also wenn ihr die Weiche schaltet, dazu müssen wir nochmal wieder in den Fahrmodus. Und so seht ihr jetzt, dass also unsere entsprechenden Weichenstellungen auch auf dem Weichenlaterne übertragen wird. Und das Ganze eben halt jetzt nur mit Lua. Der Vorteil bei diesem System, wenn ihr keine Fahrstraßen habt, liegt noch da drin. Wenn ihr jetzt weitere DKWs Weichen einbauen wollt, dann geht ihr nochmal in unser Skript rein hier, kopiert das Ganze hier, kopieren das hier und setzt das hinter dem Komma wieder neu ein. Und jetzt tragt ihr hier eure weiteren DKWs ein. Ich trage hier mal eine 0 ein, mit dem Antrieb 1, mit dem Antrieb 2, mit dem Antrieb 3 und mit dem Antrieb 4. Und somit könnt ihr eigentlich das Ganze hier zigbeliebig erweitern. Das heißt also, mit einem Tool hier könnt ihr also zig doppelte Kreuzungsweichen bedienen oder einrichten. Ja, das waren also die drei Möglichkeiten, Weichenlaternen entsprechend an unsere DKWs von GK3 anzubinden, einzubauen und entsprechend zu verkoppeln. Ich hoffe, ich konnte die Fragen damit beantworten, wünsche noch weiterhin viel Erfolg beim Bauen und sage bis dahin, tschüss, euer Heinrich.